Freitagabend, 20 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feilern das Gar hier im Freien Radio für Stuttgart. Das war gerade eben The Void Union. Wir haben hier leider größere technische Probleme mit unserem USB-Hub. Wir haben natürlich alles nur als MP3 dabei. Lässt sich gerade alles nicht abspielen. Ich glaube, wir müssen gleich mal den Rechner neu starten und so lange ein bisschen reden. Bevor wir anfangen, viele Grüße an alle beim Kindergeburtstag, wo ich gerade noch war. Vor allem an den Matthias für den sehr leckeren Wurstsalat und die Bratkartoffeln. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Feier und hört ein bisschen hier zu, auch wenn es gerade nicht läuft. Aber wir haben auch CDs dabei, Gott sei Dank. Jetzt spielen wir nämlich mal schnell Nummer 8. Eine CD. Stranger Cole. Die Älteren kennen es noch. Rocksteady ist ja so ein bisschen die... Ja, guck mal. Okay. Was ist CD? Nummer 8. No Disc, ja, ja, Open Close, also gleich geht's ja weiter, dann werden wir die Jungs von Mary Judge befragen. Rocksteady. So lange die Werbepause, Seitenbacher, Seitenbacher, lecker, 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 lecker. So, das kam jetzt von CD, altbewährte Technik, Stranger Cole. Aber kein Singleplay, das habe ich total vergessen, die Funktion, da wir nur noch MP3s abspielen hier. Wir haben hier sehr alte Rechner im Radio, muss man dazu sagen. Wobei, es sind schon neue angeschafft worden, müssen nur noch aufgestellt werden. Stranger Cole featuring Gladstone Anderson war das. Love Me Today. Rocksteady, auf das Thema kommen wir gleich noch zu sprechen. Nicht, dass es hier Missverständnisse gibt. Zu Gast im Studio die Band Mary Judge. Ich würde sagen, ihr stellt euch einfach mal der Reihe nach vor, indem ihr euren Namen sagt und welches Instrument ihr spielt. Also gut, ich bin der Heiko und ich spiele die Bassgitarre bei Mary Judge. Ich bin der Louis und ich spiele ein bisschen Keyboard und hauptsächlich singe ich. Ich bin der Felix, spiele hauptsächlich Posaune und mache so ein bisschen Backing, Vocals. Kinderchor. Ich bin der Uli, ich spiele Keyboard und ich singe auch. Ich bin der Hannes, ich spiele die Gitarre und ich tue den Uli mit den Offs ganz stark unterstützen immer. Wir sind ein Top-Team. Und last but not least, Jogges und ich spiele Saxophon. Okay, unser Motto hier bei Feilern das Ska lautet, wir spielen beides Ska und Rocksteady. Jetzt hat vorhin einer gesagt, wir sind ja eigentlich eine Reggae-Band. Aber wir spielen auch Rocksteady. Also was jetzt? Oder seid ihr versehentlich hier gelandet? Müssen wir das gleich hier wieder beenden? Aber scheiße, wir machen halt viele Ska-Lieder, viel Power, viel... was soll ich jetzt nochmal sagen? Ja, wir rauchen auch. In der Pause, ja. Ja, wir spielen beides, oder? Oldschool-Geschichte, so, aber ihr werdet jetzt nachher was laufen lassen von uns. Ne? Ja, ich denke mal, also diese Grenze lässt sich auch nicht so ganz einfach ziehen. Klar, so Roots, Reggae, ja, Bob Marley und so weiter und so fort, das kannst du wirklich als Reggae klassifizieren, aber alles, was so dazwischen ist, Rocksteady bis Ska, die Grenzen sind fließend und wir haben so ein bisschen von allem was. Okay, und ihr habt vorhin gesagt, ihr seid so groß wie eine Fußballmannschaft. Ja, Mann. Das heißt, einige Leute sind nicht dabei. Wer fehlt denn? Schlagzeug. Kannst du mal fragen, wer da ist. Also der Schlagzeuger fehlt. Trompete, Gesang. Trompete, ja. Gesang. Gitarre. Und Gitarre, wir haben noch einen Percussion. Zweiten Percussion mit dabei. Ja. Dann sind wir, glaube ich, alle, glaube ich. Ja. Ja. 2, 4, 6 und 5 fehlen. Genau. Richtig. War die Band immer so groß oder hat sich das, wie habt ihr angefangen und wie hat sich das entwickelt, einfach mal so von den Leuten her? Naja, das war so, wir sind im Garten gesessen, im Lagerfeierle und haben beschlossen, dass Reggae eine ganz gute Geschichte ist und dass wir da eine Band machen wollen. Und alles andere hat sich daraus ergeben, erst war das mehr so freundschaftliche Geschichte und dann jetzt hassen wir uns. Wollten wir dann auch ein bisschen mehr und jetzt sind wir dann schon so weit, dass wir jetzt schon, glaube ich, in der dritten oder vierten Formation sind. Und du bist Gründungsmitglied? Ja, ich war von Anfang an dabei, ja. Okay, und
ihr anderen seid dann mit der Zeit dazu. Du auch? Der Luis war auch von Anfang an dabei, da hat er noch Schlagzeug gespielt. Genau, die ersten 3 oder 4 Jahre. Ja, ja. Bis ich dann aufgestiegen bin. Weil unser damals... Nee, dann wurde es für dich zu schnell. Aber unser damals... Schlagzeug ist so langweilig. Unser damals einzigster Sänger ist nach Marokko gegangen, berufsbedingt. Und dann haben wir eine Zeit lang, habe ich Schlagzeug gespielt und gesungen. Und zu den Konzerten ist auch noch der alte Sänger aus Marokko gekommen. Mit dem Flieger eingeflogen quasi, aber das hatte auf Dauer einfach keinen Sinn. Und dann haben wir, statt nach einem neuen Sänger zu gucken, nach einem neuen Schlagzeuger gesucht. Und dann habe ich eben gesungen. Ja. Und ungefähr wie lang oder wann war das, die Anfänge von der Band? Anfänge waren 2005. Mhm. Da haben wir das erste Mal probt. Aber so in der aktuellen Formation würde ich sagen, also 2010, wenn man Schlagzeug und Bass als elementare Sache, 2011, damit ist ein 2011, ja. Zeit, ja, sowas so, 2 Jahre. Okay, dann bist du, Jogis, einer der jüngeren Mitglieder, oder? Fast das Newbie, es gibt bloß einen, glaube ich, der noch jünger dabei ist oder noch kürzer dabei ist, das ist der Philipp an der Gitarre, unser zweiter Gitarrist, den wir jetzt, glaube ich, seit knapp einem Jahr haben. Ja, seit ein halbes Jahr, so um den Dreh rum. Also, und ich bin dabei seit, ich glaube, Februar oder März letzten Jahres, also jetzt guten Jahr. Ja, und wir sind sehr glücklich damit. Dem habt ihr auch zu verdanken, dass wir die Band auf den Schirm gekriegt haben. Zur nächsten Frage überleiten. Wir kannten dich ja von Los Banditos. Ja, geile Band. Gut, Matthias, ist jetzt Zeit für ein Lied der Band. Und zwar habt ihr schon was ausgemacht? Och, was ihr TBA Revolution Change, es steht in eurer Macht. Rude Boy. Machen wir TBA, das ist unser Oldschool-Ska-Lied. Genau. Okay, gut. Also, jetzt gibt's von so Mary Judge TBA. Ska-Stil à la Mary Judge. Mary Judge war das mit dem Titel Change, zuvor selbige Band mit dem Titel TBA, Lieder von unserer heutigen Gastband, die auch hier allem Anschein nach ziemlich gut auf ihre eigene Musik abgeht. Yeah. Mary Judge! Gut, das haben wir auch mit der Aussteuerung im Griff, das war gerade sehr schön. Judge it. Und nächste Fragerunde jetzt. Beginnt. Wir haben jetzt eben ein kontrastreiches 2-Lieder-Programm gehört. Spannt das so den Bogen auf von dem, was ihr spielt? Nicht ganz. Also es spannt den Bogen schon ein gutes Stück, würde ich mal sagen. Es spannt ihn, aber ich glaube, es gibt noch mehr. Ja, also vor allem in Change sind natürlich eigentlich gleich 3 Stile vertreten. Zum einen der Reggae, dann der Ska und am Anfang und am Ende eben ja, so ein bisschen Rugger. Style. Natürlich kann ich, glaube ich, sagen, dass unser Spektrum noch ein bisschen weitergeht. Also wir spielen auch mal einen Soca-Calypso-mäßigen Song. Yeah. Und auch einen Roots-Rock, einen richtig echten Reggae. Ja. Ja. Wir haben das Lied gehört TBA. Für was steht das? To be announced. Ah, okay. Das hat der Schlagzeuger geschrieben. Der eher meiner Meinung nach so auch aus der instrumentalen Richtung eher kommt. Der wirklich sehr gern, der davor auch in der Band gespielt, die hießen Hohes C. Die haben viel Funk, Jazz und so auch die in die Richtung haben wir auch gemacht. Mal gespielt hier. Er arrangiert auch unsere Bläser. Genau. Ein sehr aktives Mitglied, so wie wir alle eigentlich auch sehr aktiv sind. Jeder auf seine Art. Ja, also, und er wollte dem Song keinen Titel geben und dann hat man gesagt, to be announced. Er hat ihn so genannt, er ist der Kompositeur, er darf ihn nennen. Das war einfach TBA, kein Titel war bekannt und er hat sich halt durchzogen. Er muss halt veröffentlicht werden. Ja.
Jetzt nochmal zu eurer Bandgröße, das hat mich wirklich beeindruckt. Wie hoch ist die Fehlquote bei Proben? Kommen da alle Leute? Kommt drauf an, was Samstagabend für ein Fest war. Also ihr probt sonntags. Genau, Sonntag, aber Sonntagabend. Also um es positiv auszudrücken, wenn Konzerte anstehen, die 2-3 Proben davor, ist die Disziplin sehr hoch. Aber das es stimmt. Ist natürlich klar, dass 11 Leute nicht jeden Sonntag im Jahr Zeit haben. Das ist natürlich um es positiv auszudrücken, es sind alle stets bemüht, in die Probe zu kommen. Ja. Okay, kann das sein, dass ihr in letzter Zeit ein bisschen Gas gegeben habt mit Auftritten oder ist es nur, dass wir das jetzt verstärkt mitkriegen wegen der Collection jetzt? Nein, ja, das war schon immer so. Also es hat sich schon gesteigert, also oder? Gesteigert. Also ja, aber wir haben schon immer Nachfrage gehabt. Also man konnte schon immer spielen. Ich glaube, momentan ist die Motivation auch von der Band um einiges höher, gerade wegen dem Album. Weil wir gesagt haben, wir haben jetzt ein Album produziert und wir wollen es an den Mann bringen. Und wir sind selber mit unserer Musik so glücklich, dass wir auch andere Leute mit glücklich machen wollen. Das macht einfach auch Spaß, oder? Genau. Also, die Leute sind super. Ja, also unsere Werbung und unsere Außenpräsenz nimmt immer mehr zu, weil wir darauf jetzt eben auch großen Wert legen. Einfach viel Flyer zu machen, im Internet viel zu machen, dass man uns eben mitbekommt und dann auch zum Konzert kommt. Was positiv an der Bandgröße auch ist, weil du inzwischen einfach genug Leute hast, wo du kleine Aufgaben, wo sich wirklich eine genau nur auf eine Aufgabe halt konzentrieren kann. Und vielleicht ist es das auch, was das bringt einfach, dass man ein bisschen mehr von uns mitbekommt, weil halt einer dann dafür da ist, dass halt wirklich Promo gemacht wird und dann pfuscht ihm da auch kein anderer groß rein, sondern er macht das alleine und dann läuft das auch wunderbar. Und das habt ihr dann auch so relativ eifersuchtsfrei, dass da die Leute ihren Bereich haben und dann jemand sich nicht auf den Schlips getreten fühlt? Nee, ich finde, der ist ein Arsch und der ist ein Arsch und der. Ja, ich wollte so Worte dürfen nicht benutzen. Zensur! Entschuldigung. Zensur! Ich sag dann schon, was richtig ist und was falsch. Aber ich sag mal. Ich glaube, wir haben einfach im Ganzen gemerkt, wo von wem die Stärken liegen und ich denke, darüber ist dann auch ganz klar, wer was macht, weil wir einfach merken, wer was kann. Ja, aber warum es dich interessiert für? Ich glaube, also wenn hat ja jeder so seine Interessen, was er halt gerne macht. Ja. Und die kann er halt dann einbringen. Wenn es da jemand kollidieren würde, dann würde man sich da halt aufteilen und sagen, ja, ich mach das und du machst das. Aber also es war, ohne dass wir das jetzt groß verteilt haben, sondern es war halt, jemand sagt, ja, ich mache jetzt diesen Teil und jemand anders macht halt das. Das verteilt sich halt so ein bisschen. Ja. Gut. Ihr habt euch auch ein paar Sachen gewünscht. Davon spielen wir jetzt was, und zwar von Jagabytes Combo, den Titel Drive. Und danach kommen die Konzertdurchsagen um 8:30 und dann reden wir über eure CD und euren Bandnamen. Ja. Gut, wir müssen jetzt die Seite mit den Konzerten noch an den Start bringen. Heute ein bisschen hier Trubel wegen voller Studiobesetzung und hier ein bisschen technische Schwierigkeiten. Aber wir überspielen das charmant und galant und können jetzt schon mal eine Frage vorziehen, nämlich Mary Judge heißt für mich lustiger Richter. Was? Mary Judge, lustiger Richter, nee, oder? Nee, gesegneter Richter. Ah. Gesegneter Richter. Okay, gut. Müssen wir gleich mal googeln. Was zeichnet einen gesegneten Richter aus? Ist das auch eine Anspielung an Judge Dredd? Ja, denke ich nicht. Nicht so recht. Das ist einfach, wenn man urteilt, dann sollte man gesegnet urteilen. Das heißt, sprich, man überlegt sich, wie, was, wo sind die Anklagepunkte und dann macht man das gut. Ein guter Richter, ein gesegneter Richter. Verstanden? Ich schon. Ja. Wir haben gerade ein Online-Dictionary aufgerufen und da gibt es unter anderem die Bezeichnung beschwipst. Okay, lass mal gelten. Das haben wir gewusst. Der ist mir auch recht. Geht klar. Aber Mary heißt schon gesegnet eigentlich. Aber so ein paar also Richter werden doch schon noch einen reinziehen, oder? Gesegnete Weihnachten. Das stimmt, Merry Christmas. Ja. Hm. Also hier steht fröhlich, lustig, jetzt ist weg. beschwipst, froh, heiter, auch für beschwipst, vergnügt, angeheitert, spaßig, fidel, neckisch. Ja, neckisch. Wenn so ein alter, schwabbeliger Richter... Gut, jetzt ist es halb, immer um halb. Die Stammhörer wissen das, sagen wir die Konzerte durch in den nächsten Wochen.
alles nachzulesen auf der Homepage feilen-ander-ska.de. Dort gibt es auch die Frequenzen und so weiter. Erster Eintrag, Freitag, 3.5. zu Gast im Studio Mary Judge, da befinden wir uns jetzt gerade. Nächsten Sonntag, das gab es lange nicht mehr, keine Sendung, denn da hat das Freie Radio einen Thementag, geht den ganzen Tag zum Thema Tag des Nie-Wieder-Vergessens, da also keine Sendung. Und sorry nochmal, eigentlich wolltet ihr daher kommen ursprünglich, das hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt, deswegen seid ihr eine Woche früher da jetzt, als das mal geplant war. Genau, dann Samstag, 18.05. Mary Judge CD Release Party. Mary Judge! In der Villa Roller in Waiblingen. Genau, der Link auf unserer Homepage geht zu einer Facebook-Seite, da kann man sich noch näher informieren und sagen, dass man kommt und so weiter, oder? Ja. Gut. Dann Samstag, 25.05., bisschen weiter weg, Ska im Pott mit The Corolla Regions, Dubtonic, Scambo Mambo, The Knicks, Mason's Arms, Ska Waddy und The Sketchers. Sagen wir deswegen durch, weil das ein Radiokollege organisiert, der Ska-Man aus Gelsenkirchen. Genau, der macht übrigens ein 24-Stunden-Online-Radio und immer zweimal zwei Stunden in der Woche macht er das Ganze moderiert. Mehr Infos auf unserer Homepage natürlich. Dann 21.22.06. This is Ska in Roslau in der Wasserburg mit den Acrolites, Mark Fogo and the Hot Knives, Stranger and Patsy, Winston Francis, Judge Dredd Memorial, Dr. Ring, Skavaganza, The Cartoons und viele mehr. So, und die Autocratics, genau, zu denen komme ich gleich nochmal, denn die spielen auch hier in Stuttgart im Jugendhaus Hallschlag am Freitag, den 14.06. kommen aus Japan. Dann spielen da noch NH3 aus Italien und Nose Booth. Sagt euch das was? Ja, also das ist jetzt die Nachfolgeband von, ich glaube, New Sports. Ja, da habe ich jetzt, hat sich in den letzten Tagen bei Facebook viel getan. Diesen erst. Sinus Booth. Ja, ja. Die haben sich ja aufgelöst. New Sports. Letztes Jahr, am 4.7. war das, haben sie ihr letztes Konzert gehabt als Vorband von Madness und das war es dann erstmal. Und man konnte immer schon vermuten, dass sich da irgendwie was tut. Und jetzt ganz plötzlich gibt es eben diese Nose Booth mit so gute Hälfte der alten Besetzung und auch neuen Gesichtern. Und der Micha, der Gitarrist und Sänger, einer der Sänger, ist auch wieder, der benutzt weiterhin bei Facebook die Newsport-Seite und dort wird es denn dann DM Dollar and the Scallions geben. Noch keine Auftrittstermine bekannt, aber da bin ich auch sehr gespannt. Das wird sich schon ergeben. Jetzt hat mich sehr gefreut, dass ihr euch gewünscht habt, Drive von der Jagabytes Combo, denn der Titel ist auch drauf auf dem Ska 21 Sampler. ich hoffe, ihr habt den alle. Es gibt nämlich, glaube ich, nur noch ganz wenige zu kaufen. Ich habe ihn. Und ihr? Ich bin lieber daheim. Bei mir zu Hause. Den haben wir 2008 rausgebracht und da versucht, so viele Bands wie möglich zusammenzutrommeln. Damals gab es noch keinen Mary Judge. Wann? 2008 war das. Aber nicht in der Besetzung. Ja, in der Besetzung gab es noch keins, okay. Und auch noch keine Lieder, denke ich. Doch, doch. Aber nee, okay, ja. Eine Band, mit der wir damals nur per Mail Kontakt hatten und nie jemand getroffen haben, waren HSC und da der Name von vielen muss ich jetzt doch mal nachfragen, was denn aus denen geworden ist. Also zwei HSC-Leute sind bei uns in der Band. Juhu! Der Trompeter und der Schlagzeuger. Kann man so ja, also bei HSC hat unser Schlagzeuger, glaube ich, noch Klavier gespielt zum größten Teil. Und bei uns ist er jetzt Schlagzeuger und der Trompeter ist auch von denen übernommen. Okay. Die Musik fand ich super. Warum gibt es die Band nicht mehr? Die studieren alle auf der ganzen Welt. Es ist ein bisschen auseinandergegangen, soweit ich weiß, weil es in der Band einige gab, die Musik studieren wollten und es jetzt auch machen. Zum Beispiel unser Schlagzeuger, der auch jetzt Schlagzeug studiert. Und andere haben es halt mehr als Hobby gesehen. Und von daher gab es da so einen Drift und der Bassist ist mittlerweile, glaube ich, in Amsterdam, wenn ich es richtig weiß. Und dann ist das alles so ein bisschen auseinander gesplittet. Okay.
Weiter mit Musik von Mary Judge. Wie wär's mit Root Boy 69? Mary Judge, geb nicht auf. Ich habe genau hingehört, das war kein verunglückter Imperativ, sondern heißt, ich gebe nicht auf, oder? Genau das. Naja. Ja, das muss echt erklären. Naja, es ist, ich glaube, es ist eher, wie du sagtest, verunglückter Imperativ, aber es ist halt vielleicht ein bisschen schwäbisch. Aha. Nee, als ich geb nicht auf, stimmt's ja. Also es könnte beides bedeuten, das ist natürlich... Aber mich haben auch schon viele Leute gefragt, so von wegen, naja, das ist ja jetzt hier also grammatikalisch nicht so ganz richtig. Ja, eigentlich würde es ja heißen, so also im Imperativ, gib nicht auf. Ja, das ist richtig. Aber es heißt ja im Liedtext, ich geb nicht auf. Genau, niemand deswegen sagte ich, stimmt alles so. Also niemand jedenfalls, summa summarum, ihr singt auch auf Deutsch. Ja, genau. Warum? Also finden wir prinzipiell gut. Ja. Bewusste Entscheidungen oder so? Wie macht es mit Deutsch und Englisch anteilig? Also ich bin, glaube ich, der Einzige, der auch auf Deutsch singt bei uns. Oder eigentlich singe ich einen Großteil auf Deutsch. Einzigster, wollen wir auch mal als Schwäbisch hier durchgehen lassen. Wir sind halt von da. Tata! Also... Ich kann es geschwind erklären. Also auf Deutsch kann ich mich natürlich besser ausdrücken, genauer ausdrücken, weil einfach mein Wortschatz oder meine Ausdrucksmöglichkeiten besser sind als bei meinem Englisch. Aber Englisch ist natürlich auch eine Weltsprache, ist eine internationale Sprache, die einfach von vielen Leuten verstanden wird. Und da mein Englisch jetzt... nicht so super genial ist vielleicht, dass ich da alles sagen kann. Auch jetzt stelle ich nicht unter den Scheiß. Also so eine gewisse Einfachheit in meinen englischen Texten finde ich auch manchmal ganz gut. Weil dann geht es um Change und Revolution und um einfache Dinge, die einfach ausgedrückt werden, dass es einfach verständlich ist und auf den Punkt gebracht vielleicht oft. Aha, gut. Ich finde aber deine deutschen Texte zum Beispiel auch saumäßig stark. Also die, wenn man da zum 18.05. in die Villa Roller kommt, dann werden wir den Song ja spielen. Wir haben einen neuen Song und der Text davon, der ist hammergeil. Und hat ich kann gespielt. Mich nicht mehr daran erinnern. Genau so. Und also die Songs haben einfach auch eine unglaubliche Tiefe und die erfasst man einfach viel schneller als Muttersprachler, als deutsche Muttersprachler. Als die englischen Texte und also diesen sehr stark. Deswegen, ich finde es halt auch noch eine gute Berechtigung, dass wir kommen. Aber die englischen Songs sind ja auch gut und sie haben auch ihre Berechtigung, dass wir die spielen, weil wir ja auch andere Leute ansprechen wollen, nicht nur die Deutschen. Ja. Übrigens gab es hier inzwischen erstes Feedback bei Facebook. Zum einen, Mary Judge macht sehr gute Mucke. Danke, danke. Du kriegst nachher die 50 Euro, ja. Und dann bin ich gleich korrigiert worden. Ich hätte vorhin nicht Skarman sagen sollen, sondern Skankman. Ja, Skank. Aber Skarman kenne ich auch. Alles ein bisschen verwirrend bei diesen Namen.
Ihr habt gerade gesagt, am 18.05. eure CD-Release-Party. Ihr habt die CD heute noch nicht dabei? Doch! Na klar. Warum hat uns doch noch keine gegeben? Ja, die habt ihr doch schon am Start. Wo? Ja, da, in einem Player. Das tut er nicht, das Klump. Ihr wisst doch gar nicht mal, wie man mit CDs umgeht. Aber da, unser Promotion-Minister springt da. Ah, okay. Wunderbar. Ein schön schwarzes Ding. Die darf da auch in euren Radio... Pool, den es nicht gibt. Okay. Einspeisen. Und nicht verkaufen. Ist brutal wertvoll. Ja, wollte ich gerade fragen, was musst du denn dafür hinlegen? Sieben, glaube ich. Ich glaube, sieben haben wir ausgemacht, ja. Okay. Aber es gibt ein Bundle, wenn man zum Release kommt. Da gibt es für fünf. Genau, und beim Release, bevor wir es nachher vergessen, am 18.05. haben wir die Release-Party in der Villa Roller in Waiblingen. Und jeder, der auf Facebook irgendwie präsent ist, kann auf die Mary Judge-Seite gehen. Geht übrigens auch über www.facebook.com.marychurch.de. Und da gibt es ein Fotoalbum, das heißt Die Band. Und da sind so ziemlich alle Hackfressen von uns vertreten. Also alle Schönlinge von uns sind dort vertreten, also alle. Jeder, der dort irgendwo auf irgendein Bild klickt mit Gefällt mir, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Und zwar die Verlosung geht dann darüber, zwei Tickets für den 18.05. Die Release Party, wie gesagt, in Waiblingen, plus eine CD und zwei T-Shirts. Also Okay. Jeder ist aufgefordert, da kräftig mitzumachen. Und einmal ein Auge in die Auge gucken von jedem Künstler. Und einen netten Nebeneffekt haben wir auch noch. Und mit Mundgeruch. Genau. Den Nebeneffekt. Oh nein. Und der andere Nebeneffekt ist der von uns nachher die meisten Klicks hat, ist ja höchstwahrscheinlich schönste von uns allen. Und jetzt haben wir gedacht, dass dann der dem Rest der Band drei Kästen Bier zahlt, dass die sich selber schön saufen können. Also bitte. Ich rufe hier jetzt alle, die das irgendwie hören können, dazu auf. Liked irgendjemand, nur nicht mich. Ja. Der Felix führt! Das ist nicht fair, ich bin Student. Also ich okay, dann gibt's Oettinger. Also wenn jetzt jemand nicht zur CD-Release-Party kommen kann und auch bei eurem Facebook-Beliebtheits-Contest leer ausgeht, wie kann man dann noch an die CD kommen? Einfach eine Mail schreiben. Da gibt es ein Kontaktformular auf der Homepage. Einfach dahin schicken, das kommt dann an uns und dann lassen wir die gerne zukommen. Alles klar. Maryjudge.de. Genau, ganz einfach gehalten. Klein zusammen. Das ist ganz einfach. Okay, wir hören nochmal rein, oder? Ja. Gerne. Was sollen wir noch spielen? Jetzt müssen wir jetzt schon. Der Herbst. Judge waren das. Legalized the Herbs. Und sie haben gesagt, das werden sie auch auf Deutsch singen in der Villa Roller in zwei Wochen. Nein, das haben sie nicht gesagt. Oh. Ja, noch ein paar kurze Fragen. Vorhin habe ich das This Is Ska Festival erwähnt. Dann steht auch noch hier das Riverside Stomp an der Reluit auf der Homepage. Habt ihr schon auf Festivals gespielt? Habt ihr das vor? Wenn ja, wo? Ein Festival. Ja, also wir spielen auf alle Festivals. Prinzipiell. Also wir werden auf mindestens einem Festival spielen diesen Sommer. Deswegen. Ich kann es leider noch nicht sagen, welches das ist. Das gibt eine große Überraschung auf jeden Fall. Oh, okay. Eher Ska, eher Reggae-Festival? Eher beides. Beides. Ja, alternativ, oder? Wir machen ja eh beides. Wir bedienen beide Elemente. Und auch gern. Gut. Was ich auch immer frage, hat es euch Spaß gemacht?
Yay! Yeah, kommt ihr bald wieder hier ins Studio? Auf jeden Fall. Ja, dann sehr gerne. Wenn ihr uns einlädt und können wir dann. Ja, sehr gerne. Unseren dritten Longplayer da haben. Und den Weltfrieden geschaffen mit unserer Musik. Ja, ja. Der Weltfrieden muss sein. Weltfrieden. Aha. Sowieso das große Ziel ist. Weltfrieden. Der Weltfrieden. Weltfrieden. Frieden unter allen Radiosendern, Frieden unter allen Wellenlängen, die da stark besetzt sind und auch auf 99,2. Yeah. Nicht schlecht, wenn schon die Gäste hier die Frequenz durchsagen. Ja, dann müssen wir es nicht mehr tun. Machen. Ja, denn unsere Sendezeit geht zu Ende. Genau. Letzte Frage, allerletzte Frage. Werdet ihr jetzt alle Mitglieder im Freien Radio für Stuttgart? Yeah! Wir sind Mary Church! Mary Church! Mary Church! Dynamische Band heute? Ja, sehr, 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 sehr. Hier geht's gleich ganz gechillt weiter mit der Suchtstation für Musik-Junkies. Juhu! Feilanderska könnt ihr wieder hören nächsten Freitag um 20 Uhr. Auf der Homepage feilanderska.de könnt ihr alles nochmal nachlesen. Die Playlist, die Konzerte, den Link zur Band und wo ihr die Lieder der Sendung nochmal hören könnt. Und vielleicht könnt ihr auch bald das Interview auf der Mary Church Seite runterladen mit den Mary Church eigenen Liedern dann vielleicht auch. Aber natürlich kauft ihr die CD, ihr da draußen, für schlappe 7 Euro. Sicher eine gute Investition. Am Mikrofon waren der Daniel und der Matthias Häuser, letzte auch verantwortlich für die Sendung. Jetzt habt ihr noch eine halbe Minute für Grüße. Die Mami, Mama. Papi. Ja, ganz klar. Mami und Papi. Ja, also und der größte Weltfriede, den ich schon ein bisschen vermisse. Und der ist mir sehr am Herzen. Meine Ex-Freundin, ich bin im Radio. Bitch. Keine Schimpfwörter, Zensur, Zensur. Also, ich möchte auch meine Mama grüßen. Danke, Heiko. Oh nein, meine Oma ist schon gestorben. So, jetzt ist 21 Uhr, das heißt, für alles, was ihr jetzt sagt, ist die Nachfolgeredaktion verantwortlich.